Seit Beginn der Corona-Pandemie führten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Telefonbesuchsdienstes über viele Monate den Malteserruf von zu Hause aus durch. Seit Ende August telefonieren die Ehrenamtlichen von der neuen Malteser-Dienststelle in der Schönebecker Straße 82 bis 84. Gern können sich insbesondere Senioren, die einen Gesprächswunsch haben, melden. Auf Wunsch rufen die Malteser interessierte Menschen, die allein und einsam sind, zu einer fest vereinbarten Zeit an. Dieser Dienst ist kostenfrei. Der Malteserruf war ursprünglich ein Angebot für ältere Menschen. Während der Corona-Pandemie sind viel mehr Menschen von sozialer Isolation betroffen. Der Wunsch, mit jemandem regelmäßig im Gespräch zu sein, ist groß, wie Katrin Leuchner, Referentin für Soziales Ehrenamt bei den Maltesern, berichtet. Es sei wichtig, dass immer wieder der gleiche Gesprächspartner zur Verfügung steht. Interessierte können sich unter den eingeblendeten Kontaktdaten melden.